Von unserem wunderschönen Übernachtungsplatz zwischen Sana und Idre fahren wir über namenlose Straßen, bevor wir bei Ausana wieder auf die E45 stoßen. Unser heutiges Ziel ist die Hoverbergsgrottan am Storsjön bei Östersund. Eine kleine Hütte und ein Schild am Wegesrand weisen darauf hin, dass hier der Eingang ist. 70 Kronen Eintritt finden wir allerdings etwas überzogen. Ein kurzer, steiler Anstieg und ein paar Treppen und man ist am Eingang zur Höhle. Die Hoverbergsgrottan wurde 1897 von Jöns West entdeckt. Der Eingang ist keilförmig und kann über eine Stahltreppe betreten werden, die etwa 12 Meter in eine Art Vorraum hinabführt. Von dort gelangt man in das Innere. Man betritt einen Hohlraum, der 20 bis 30 Meter hoch ist. Insgesamt soll die Höhle eine Länge von 170 Metern haben. Teile der Grotte wurden 2010 mit grünem und rotem Licht illuminiert. Der Sage nach wohnte hier früher ein Berggeist. Der Hoverbergsmann. Doch als die Menschen begannen, die Höhle zu erschließen, zog er an einen unbekannten Ort. Der Berggeist muss sehr groß gewesen sein, denn ohne Treppen konnte er die Höhle verlassen und betreten. Gott sei Dank. Von der Hoverbergsgrotte fahren wir zu unserem heutigen Stellplatz am Nordwestufer des Storsjön. Ich möchte euch noch mal ein bisschen den Campingplatz zeigen, auf dem wir letzte Nacht gestanden haben. Gestern Abend war Film unmöglich. Wir hatten solch einen Sturm. Das hat mir fast die Kamera aus der Hand gerissen. Jetzt ist es zwar auch noch sehr windig, aber schon wesentlich angenehmer. Da hinten in der Ecke haben wir gestanden. Und natürlich ist der Blick hier auf den See ganz wunderbar. Mit den Bergen im Hintergrund. Hier haben wir ein kleines Sanitärgebäude. Es ist alles recht einfach, aber sauber. Gibt nicht zu bemängeln. Der Platz kostet 250 Kronen inklusive Strom und Dusche. Also sehr preiswert und für die Lage hier. Ich hoffe, man versteht mich. Der Wind bläst immer noch mächtig. Hier auf dem Gelände gibt es auch ein Wanderheim. Da hinten ist ein Café und ein Museum. Um was für ein Museum sich es da handelt, weiß ich nicht genau. Sieht mir irgendwie nach Technik aus. Hier draußen stehen ein paar alte Traktoren. Hier hat Detmar schon gefilmt. Guckt euch doch nur mal dieses Panorama an.
Unbezahlbar. Wir haben auch noch mal unseren Abwassertank leer gemacht. Detmar wartet schon. Jetzt geht's weiter. Wir fahren über die E14 westwärts zu Schwedens größtem Wasserfall. Der Tennforsen ist 37 Meter hoch und 60 Meter breit. Er liegt am Oberlauf des Flusses Oreelven, wo der Fluss mehrere Seen bildet. Hier ergießt sich der See Tennsjön über den Tennforsen in den 37 Meter tiefer gelegenen See Östra Noren. Das Gebiet um den Wasserfall ist Naturschutzgebiet und leicht zugänglich. Und weil wir von Wasserfällen nie genug bekommen können, fahren wir über die E14 zurück zum Ristafallet. Hier gibt es direkt am Wasserfall einen Campingplatz, auf dem wir heute übernachten werden. Allerdings stellte sich heraus, dass wir dafür mit Ohrstöpsel schlafen müssen. Wir sind auf dem Ristafallet Campingplatz und das ist unser Stellplatz für heute Nacht direkt am Wasserfall. Der Ristafall ist 50 Meter breit und 14 Meter hoch. Er wird ebenfalls vom Oreelven gebildet. Der Durchfluss beträgt je nach Jahreszeit zwischen 100 und 400 Kubikmeter pro Sekunde. Eine bewaldete Insel teilt den Fall in einen nördlichen und einen südlichen Abschnitt. Vom Campingplatz kann man auf einem schmalen Pfad eine kurze Wanderung am Fluss entlang und wieder zurück machen. Im Sprühnebel des Wasserfalls ist eine spezielle Natur mit besonderen Flechten, Gräsern und Tieren entstanden, die durch den schwedischen Staat Schutzstatus erhielt. Thank you.
An der Einfahrt zum Campingplatz gibt es ein kleines Café. Von dessen Terrasse hat man diesen Blick auf den Fluss. Nach einer im wahrsten Sinne berauschenden Nacht verlassen wir Risterfallet und fahren nach Strömsund. Hier führt die E45 über die Strömsundsbrunn, eine 332 Meter lange Schrägseilbrücke. Sie gilt als die erste große Schrägseilbrücke der Welt. Sie wurde von 1953 bis 1955 gebaut und 1956 eingeweiht. Sie ist also so alt wie Detmar und braucht offensichtlich eine Überholung. Das ist hier offenbar ein ehemaliges Bahnhofsgebäude, in dem sich jetzt eine Fastfood-Kette befindet. Hier gönnen wir uns einen Imbiss zum Mittagessen. Zur Veranschaulichung hat man noch einen kleinen Rest der Gleise liegen lassen. Gleich nebenan befindet sich das Freilichtmuseum Hembygdsgard. Bewacht wird das Gelände von diesem 6 Meter hohen Riesen. Der Riese Jorm ist eine Märchenfigur aus dem Film Dunderklumpen von Beppe Wolgers. Die Figur steht hier im Freilichtmuseum, weil Beppe Wolgers aus Strömsund stammt. Im Freilichtmuseum Hembygdsgard wird die Geschichte der Gegend anhand von etwa 30 Gebäuden gezeigt. Nur wenige Kilometer weiter erreichen wir unseren heutigen Stellplatz am Ströms-Wattodal. Der See Ströms-Wattodal ist etwa 70 Kilometer lang, hat eine Fläche von 145 Quadratkilometern und liegt auf einer Höhe von 284 Metern. Durchflossen wird der See vom Faxelben, einem Nebenfluss des Angermann-Elben. Hier werden wir gemeinsam mit zwei weiteren Wohnmobilen eine ruhige Nacht verbringen. Wir fahren auf dem Wildmarksweg, der nach unserer Meinung schönsten Straße Schwedens. Everyone's running like they stole a dream. Images of magazines. Take your chance while you're still young. Glory flickers like a candle in the desert sun.
Wasted time on an overpass, watching how nothing lasts. The streets are filled with a hollow. Und natürlich gibt es hier auch Wildlife. Leider ist der Elch zu schnell verschwunden und so versuche ich ihm zu folgen. Aber er sucht dann doch sein Heil in der Flucht. Ganz anders die Rentiere. Die sind an Menschen gewöhnt und lassen sich von einem Auto überhaupt nicht beirren. Wir fahren weiter auf dem Wildmarkswegen Richtung Westen. Hier haben wir noch eine Wanderung geplant, die anders verlaufen wird, als wir es uns gedacht haben. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Where do you hide on a quiet night? When your fears are nestled by your side. The TV screen burns too bright. You sit and talk, ghost behind. You're right.